In The Walking Dead gibt es sehr viele Gruppierungen, gute sowie schlechte. Und auch sehr viele davon sind interessant, aber auch einige, naja, nicht so interessant. Aber eine hat es mir sehr angetan und deswegen finde ich es sehr schade, dass in der Hauptserie diese Gruppierung nicht wirklich extrem tief belichtet wurde, weil in meinen Augen diese Gruppierung sehr viel Potenzial hatte. Und das sind die Whisperer. Und heute gibt es eine Theorie, dass die Whisperer schon sehr, sehr früh in der Serie The Walking Dead vorgekommen sind. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couch Time. Ja, die Whisperer mit Alpha und Beta und den ganzen anderen Leuten, wie sie so heißen. Eine Gruppierung, die es wirklich mal in sich hatte, weil sie einfach creepy as fuck war. Vor allem am Anfang. Gegen Ende war es, okay, aber am Anfang unfassbar creepy, diese Gruppierung. Aber wir haben diese Gruppe auch erst relativ spät in The Walking Dead kennengelernt. Und da kommt es direkt zu dieser heutigen Fan-Theorie, die tatsächlich sehr viel Grund und Boden haben könnte. Und zwar geht es darum, dass die Whisperer schon ungefähr seit Staffel 3 von der The Walking Dead Hauptserie existieren und schon durch die Wälder schleichen. Und darauf gehe ich in diesem Video mal ein bisschen mehr ein. Denn es gibt 2, 3, 4 Punkte, die wirklich eindeutig darauf hinweisen können, dass die Whisperer schon relativ früh existiert haben. Vielleicht nicht unter der Leitung von Alpha, aber auf jeden Fall waren sie potenziell schon mal da. Einen Punkt, den möchte ich direkt abklappern, weil ich darauf nicht so extrem speziell eingehen will. Und zwar bei Fear the Walking Dead haben wir ja schon gesehen, dass es diese Light-Whisperer-Light-Taktik schon sehr früh jemand sich ausgedacht hat oder es ein paar Leute gab, die sich damit auseinandergesetzt haben, habe ich mal kurz in meinem The Walking Dead Timeline-Video drüber geredet. Wenn euch das interessiert, checkt es gerne mal aus. Ist gewiss irgendwo unten oder hier oben verlinkt. Wenn jemand die Walking Dead-Timelines plus alle Spin-Offs und anderen Serien in Überblick bekommen wollt. Ja, aber wie gesagt, darauf möchte ich nicht eingehen. Nur schon mal gesagt, dass diese Art, wie die Whisperer agieren, schon quasi während Staffel 1 von Original The Walking Dead sich entwickelt hat. Aber warum sage ich genau seit Staffel 3? Ja, das ist relativ simpel, denn wir bekommen ein paar Folgen schnell hintereinander, die sehr stark darauf hindeuten. Zum einen haben wir den guten Morgan. In der 12. Folge der 3. Staffel kommen ja Rick, Michonne und Carl, laufen da durch die Gegend und treffen dann wieder auf Morgan, der zu diesem Zeitpunkt ein bisschen crazy drauf war, würde ich mal sagen. Und ja, als er quasi aufgewacht ist und Rick ihn konfrontiert hat, dass er ihn ja kennen würde, sagte Morgan: Schauen Sie mich an! Menschen haben die Gesichter toter Menschen! Mark, do you see who I am? People wearing dead people's faces! Menschen tragen Gesichter von toten Menschen. Natürlich kann man jetzt zum einen sagen, dass er einfach damit im tieferen Sinne meint, ja, die Gesichter, die man gekannt hat, sind Menschen, die tot sind. Alles schön und gut, könnte man natürlich so durchgehen lassen, aber es könnte natürlich auch bedeuten, dass er vielleicht schon einem der Whisperer begegnet ist, der halt das Gesicht eines toten Menschen getragen hat. Dieser Punkt ist für mich eigentlich so eindeutig, weil es halt, also selbst metaphorisch gesprochen, dieses Gesichter, also Menschen tragen Gesichter toter Menschen, ist schon sehr weit hergeholt, finde ich. Also da macht schon ersichtlich mehr Sinn, dass er sagt damit hier, okay, es gibt Leute, die ziehen Gesichter von anderen an. Ob das wirklich der Fall ist, das wissen wir natürlich nicht, aber für mich persönlich macht es einen Heidensinn. Vor allem, weil Morgan ja auch so extrem verstört ist. Vielleicht war er ja sogar schon mal Teil der Whisperer, was jetzt sehr weit hergeholt wäre. Aber vielleicht hat er diese Taktik auch schon selber benutzt. Es ist halt, kann man nicht wissen, ist wie gesagt, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Aber an für sich könnte die Aussage, Menschen tragen Gesichter von toten Menschen, schon sehr, sehr stark auf die Whisperer hindeuten. Kommen wir zum zweiten Punkt, der darauf hindeuten könnte, aber was auch jetzt ein bisschen viel spekuliert wäre, aber schon sehr, sehr ähnlich mit den Whisperern passt. Und zwar sagt der gute Merle zu Carl eine Folge später: Tut mir leid, Junge, aber der Kopf deines Dates kann schon bald auf einem Pfahl stecken. Und ja, was soll ich sagen? Spoilerwarnung an alle, die The Walking Dead Staffel 9 noch nicht zu Ende geguckt haben. Ja, Köpfe auf Pfeilern, das ist ja schon so ein kleines Markenzeichen von Alpha bzw. den Whisperern. Ja gut, woher soll Merle das wissen? Wäre jetzt hier die Frage. Aber auch hier, er könnte ja schon auf solche Leute gestoßen sein, die das gemacht haben. Wie gesagt, ist eine Theorie, ob es stimmt, weiß keiner. Aber finde ich auch sehr interessant, vor allem, weil es halt eine Folge später gesagt wird. Fand ich sehr, sehr lustig. Natürlich könnte man auch jetzt denken, dass sie vielleicht einfach diesen Satz von Merle einfach auf dann die Staffel 9 von The Walking Dead und die Reaktion von Alpha auf den Grenzüberschritt quasi benutzt haben, damit dieser Zusammenhang vielleicht irgendwie erzeugt wird. Kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt, der, muss ich jetzt wirklich gestehen, wirklich sehr, 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 sehr weit hergeholt ist, beziehungsweise eigentlich von mir jetzt nur just for funny reingebracht ist, weil es einfach unfassbar lustig ist, was es mir nämlich beim jetzt Gucken aufgefallen ist. Ich bin die Serie momentan mal wieder am Rewatchen, diesmal tatsächlich auf Englisch. Und da gibt es eine Folge in der 4. Staffel, Folge 7, und ich nenne sie jetzt einfach mal die Matsch-Zombie-Horde. Genau, und der Governor ist mit seinem
seiner neuen Familie auf dem Weg abzuhauen und ja, sie kommen nicht weiter, weil vor denen eine Straße zugematscht ist und da eine kleine Gruppe, also eine kleine Horde Zombies drin steckt. Und beim genaueren Hingucken ist mir dann aufgefallen, da ist ein Zombie, der sehr, sehr stark voller Matsch ist, aber wenn man ganz genau hinguckt und sich wirklich das Video vielleicht auch mal langsamer anguckt, kann man durch die Augen der Matschschicht die Augen eines Menschen erkennen. Bin ehrlich mit euch, es kann auch einfach sein, dass es einfach die Maske ist, damit der Matsch da drauf hängen bleibt und die Person darunter halt die Schauspielerin oder der Schauspieler, ich weiß es gerade gar nicht, egal, einfach halt eine Maske aufgezogen hat, damit er nicht den Matsch ins Gesicht bekommen muss. Ist sehr viel wahrscheinlicher, aber es wäre ja hier nicht Theoriezeit, wenn ich nicht sagen würde, okay, natürlich könnte das auch ein Whisperer gewesen sein oder jemand, der diese Taktik angewandt hat, der halt einfach leider auch da drin stecken geblieben ist. Wie gesagt, der dritte beziehungsweise vierte Punkt ist wirklich sehr weit hergeholt. Und wie gesagt, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass es einfach ein Produktionsbearbeitungsfehler ist, der da gemacht wurde. Aber weil ich diese Folge heute noch gesehen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, das sieht irgendwie schon aus wie so eine Whisperer-Maske. Aber ja, am Ende des Tages finde ich, dass diese Theorien oder diese Punkte der Theorie wirklich sehr stark darauf hindeuten könnten, dass die Whisperer schon sehr, sehr, sehr früh aktiv im The Walking Dead-Universum waren. Wie gesagt, vielleicht nicht in der Konstellation mit Alpha und Beta, aber auf jeden Fall eine Art Gruppierung. Weil wir wissen ja auch, Alpha und Beta haben sich ja, und zusammen mit Lydia, haben sich ja schon auch während der Apokalypse als noch normale Menschen mehr oder weniger rumgeschlagen. Was halt bedeuten könnte, dass die zusammen irgendwann mal auf eine Gruppe getroffen sind, die da die Whisperer waren, Führung übernommen haben und Alpha zu Alpha und Beta zu Beta wurde. Finde ich eine lustige Theorie, weil das das Ganze nochmal so ein bisschen auf einen engeren Raum zusammenbauncht, weil man halt sagen kann, okay, hier ist möglich, dass halt manche Gruppierungen schon vorher ersichtlich waren. Ich werde jetzt die nächsten Folgen auf jeden Fall mal abwarten. Vielleicht gibt es schon irgendwo früher einen Ansatz von Negan. Man weiß es nicht, aber die Whisperer, das ist so eine Theorie, die ich unfassbar gut fand und deswegen dieses kleine Video dazu. Und ja, jetzt wären wir auch schon am Ende angelangt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja mal liebend gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Theorie findet, ob ihr sagen würdet, okay, ist gut möglich oder sagt ihr, ist totaler Quatsch. Schreibt es gerne in die Kommentare, wir können gerne darüber reden. Und wenn euch The Walking Dead im Allgemeinen sehr interessiert, schaut doch gerne mal auf dem Kanal hier tiefer vorbei, weil ich habe die letzten Wochen sehr viele The Walking Dead Videos gemacht, weil momentan The Walking Dead für mich ein sehr, sehr interessantes und aufregendes Thema ist, da es ja jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist und ich deswegen gedacht habe, weißt du was, mache ich doch einfach mal ein paar Videos dazu. Es wird langsam sehr viel, aber am Ende des Tages, solange ihr euch damit zufrieden gibt mit den Videos und ich auch noch Spaß dran habe, sind wir doch alle glücklich. Also würde ich sagen, rede ich auch nicht länger um den heißen Brei und sage, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn ihr dann wieder dabei seid, würde ich mich sehr freuen und dann, wie gesagt, sehen wir uns dann auf derselben Couch wie immer wieder und bis dahin bin ich raus. Ciao.